Eine Gruselgeschichte für Nora. Die Mutmünze. Es war einmal in einem Wald. Dort waren zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen, die sich verlaufen haben und nicht mehr den Weg nach Hause fanden. Als es spät abends dunkel wurde, sahen sie eine große Burg vor sich auf einem Hügel stehen. Und um nicht im Wald übernachten zu müssen, gingen sie dorthin. Zu ihrer Überraschung war die Burg leer. Es war niemand da. Also machten sie sich es in der großen Burghalle bequem. Sie suchten sich ein paar Fenstervorhänge als Decken und ein paar Stofffetzen als Kissen und bauten sich damit Betten, um zu übernachten. Spät am Abend, als der Junge bereits eingeschlafen war, da wachte das Mädchen auf und schaute sich um. Da am Fenster! Es sah so aus, als ob von draußen jemand hineinschaute. Sie war sich nicht sicher und versuchte genauer hinzusehen. Und in dem Moment verschwand das, was sie ganz sicher für ein Gesicht gehalten hat. Schnell weckte sie ihren Bruder auf. Du, da war was, am Fenster. Der Junge schaute sie ungläubig an. Ach, das hast du dir nur eingebildet. Aber was, wenn ich dir doch sage, da war wirklich was. Okay, sagt der Junge. Dann nimm das hier. Und er gibt ihr eine Münze. Das ist meine Mutmünze. Wenn ich sie bei mir habe, dann habe ich keine Angst. Jetzt kannst du sie haben. Und dann stief er weiter. Aber das Mädchen konnte nicht mehr schlafen. Sie hatte Angst, beobachtet zu werden. Immer wieder schaute sie sich um. War da was? War da was? Am Fenster sah sie nichts mehr. Doch ihr fiel eine Ritterrüstung auf, die neben der Eingangstür stand. Stand die schon immer da? Ich glaube, die war vorhin noch nicht da. Sie überlegte und beschloss, zur Rüstung zu gehen und sie anzugucken. Ihren Bruder wollte sie jetzt nicht nochmal wecken. Der würde ihr eh nicht glauben. Außerdem hatte sie ja jetzt die Mutmünze. Also würde sie sich trauen. Sie ging langsam zur Rüstung. Ich bin mir sicher, die Rüstung stand vorhin noch nicht da. Oder bilde ich mir das tatsächlich nur ein? Langsam näherte sie sich der Rüstung. Die Rüstung bewegte sich nicht. Es war nichts ungewöhnlich. Das Visier der Rüstung, also die Klappe am Gesicht, war heruntergelassen. Man konnte nicht sehen, ob jemand oder etwas in der Rüstung war. Das Mädchen nimmt all ihren Mut zusammen und öffnet die Klappe. Und dahinter sieht sie das Gesicht vom Fenster. Es ist in der Rüstung. Am nächsten Morgen wacht der Junge auf. Er liegt allein in der Halle. Von seiner Schwester ist nichts zu sehen. Hey, wo bist du? Ruft er. Er sucht nach seiner Schwester, aber sie ist nirgends zu finden. Er sucht in der Burg und draußen im Hof, aber er findet nichts. Ist sie vielleicht in den Wald gegangen? Er verlässt die Burg und geht in den Wald, immer noch in der Hoffnung, seine Schwester zu finden. Als er nach einer Stunde im Wald immer noch nichts gefunden hat, will er zurück in die Burg. Vielleicht hat er was übersehen, aber zu seiner Überraschung ist die Burg nicht mehr da. Der Hügel, auf dem sie stand, ist leer. Dort ist nur noch ein einzelner Baum. Er geht zu dem Baum, immer noch sich fragend, wie eine ganze Burg verschwinden kann. Das kann doch nicht sein. Und da unter dem Baum sieht er etwas auf dem Boden liegen. Es liegt zwischen den Wurzeln, aber er kann es deutlich erglänzen sehen. Es ist die Mutmünze.